Wir haben es hinbekommen. Ist das der Verursacher? Für das Feuer? Hier drüben, Clive! Der war riesig! Götz, da steckst du ja. Ich wusste echt nichts vom Drachen. Na gut, verschwinden wir. Was jetzt? Sein, ne? Ist das der Kern des Kristalls? Was sucht der denn da oben? Ach, das ist Dion. Das ist Dion. Bahamut ist der da, okay. Ah, wie hieß denn der Reiter? Da steht der auch noch offen. Wieso macht er das? Hey. Also, was stimmt nicht mit dem? Prinz Dion! Was tut ihr? Genau. Wir müssen fliehen. Euer Gnaden, ich bitte euch. Er ist nicht er selbst. Was ist passiert? Vergib mir, Jote. Aber ich muss das beenden. Euer Gnaden! Hm. Oh, der Phönix. Ob der sieht Phönix? Oder raubt ihn die Kraft sogar, ne? Kristall ist weg. Was passiert hier? Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich habe so viele Fragen. Und, wie geht's jetzt weiter? Wir zerstören den Kern. Und, wenn er wiederkommt? Sobald die Flammen erlöschen. Rücken die Kaiserlichen und Dalmeka hier ein. Wir haben nur diese eine Chance. Und Bahamut ist fürs Erste weg. Bring dich so schnell wie möglich in Sicherheit, Götz. Was? Und euch zwei im Stich lassen? Ne? Das mache ich nicht. Wenn ihr bleibt, bleib ich auch. Ich habe alles eingepackt, bevor ich abgehauen bin. Also, wenn ihr was braucht, fragt mich. Ich gebe euch aber nichts umsonst. Sonst bekomme ich Ärger mit Tante. Danke. Ich gebe aber nichts umsonst. Wie ist das so gütig? Naja. Ich meine, Geld haben wir ja. Cool. Seht mal her. Wie kann ich dir helfen? Götz Amboss ist jetzt so. Ich habe gute Sachen dabei. Götz Bütchen, Alter. So, keine Ahnung.
Ich hab die Feuerkraft ein bisschen verstärkt. Ich hab die Geruderkraft komplett weggesetzt. Heißt, die werden wir nicht zur Wahl haben. Drachenschweif liegt vor uns, Clive. Wie langweilig ist, keine Ahnung. Ohne ihn ist ganz Sturm von den Kristallen befreit. Ja, weiter zum Kern. Das wird auch Zeit. Aber Vorsicht. Bahamut ist hier noch irgendwo. Und ich wette, wir sehen ihn wieder, bevor all das vorbei ist. Schade, dass man so wenig Punkte hat, ne? Also, man gibt ja richtig viel aus. So viel Zerstörung. Irgendwie kommen wir schon zurecht. Spürst du das auch? Äther. Oh, ja. Das ist zu wenig. Na wunderbar. Noch eine Flucht. Sie sind schon akasisch. Dann gibt es keinen Grund zur Rücksicht. Holy shit. Oh mein Gott. Boah, die ist ja so OP jetzt. Alter, habt ihr das gesehen? Alter. Wie er noch einen Boost hatte. So. Zack. Ja, ich finde die Feuermagie auch am krassesten. Vielleicht bin ich auch immer so diesen Feuertyp. Ich werde immer mit Feuer Starter nehmen. Ohne Grund. Da unten ist ein Mensch, aber. Hier nicht, okay. Das schon. Mit zwei W, dachte ich. Gegner, ich kann nicht mehr. Ich kotze da immer. Die kennen aber auch. Okay, die hätte gerade schon. Es muss einen Weg nach oben geben. Aufgewertet. Ja, steck mal hier, ne? Aber da ist eine Truhe. Sieht gar nicht mehr so schön aus hier. Hauch des Blitzes, Eilenschlag. Stimmt, da können wir ja auch einen Schuss machen. Hauch des Blitzes ist von hier. Ich habe aber Schockwelle. Ah doch, Eilenschlag habe ich da. Federwirbel. Was war das nochmal? Ja, scheiße, das ist eigentlich kacke, wa? Schablonenschwinge haben wir auch nicht. Das Infernus, Lebensflamme. Das haben wir, ne? Ja. Gut, haben wir das. Naja. Da ist er. Wie klein er ist. Wir gehen wild. Joshua! Was tust
Harmut ablenken. Joshua! Joshua! Schreit immer so rum, ne? Nicht, Clive. Das ist zu riskant. Scheiße. Warte, Joshua. Ich komme! Wir können leider nicht fliegen. Wir müssen ihm helfen. Das werden wir. Aber dafür müssen wir weiter. Nicht die wieder. Nicht jetzt. So, nochmal ja, richtiger Boost hier. Okay, die sind down, die sind down. Chill mal einfach. Level 34. Ey, betreibt direkt, weißt du? Oh, boah, die Musik ist ja mega, ne? Was war das? Harmut, er will uns alle töten. Da ist er. Joshua! Ich bin hier, Bruder! Ja, lenk ihn mal ab. Damit er hört dich nicht. Joshua! Sie fliegen zum Kern. Schnell hinterher! Ja, wir waren schon weiter. Sieht auch alles so gleich aus hier, ne? Die haben schon was. Das war du, ne? Ja, neue Gegner. Hä? Ich hab den ganzen Jupp. Zwei mit einem Schlag. Das sind wieder welche. Na, macht ja auch was, der die geht einfach da rum. Ich hab Überblick wieder verloren. Hier? Ja. Blutige Haut. Ein kleiner Zwischenwurf, weißt du? Auf den. Und jetzt den hier. Das fand ich auch nicht. Thanos, Thanos. Nee, Thanos. Oh. Aber da hat man schon mal gehabt, ne? Ja, ich glaube, neue Gegner kommt immer. Solange er hier noch lebt. Jede Wette. So, aber Schlag. Ah. So geht das. Wo lang? Nee. Hä? Wo lang? Ah, hier. Ja, ich finde es ja echt den Überblick nicht mehr, ne?
Und heute bin ich ein bisschen desorientierter als sonst. Wo ist die Truhe? Ah ja. Das muss der Ratspalast sein. Unglaublich, dass er noch steht. Ja, unglaublich. Hier runter? Komisch. Die ganze Zeit höher, jetzt geht's runter. Oh. Wo ist denn jetzt? Er wird das schaffen, Clive. Er ist ein Kämpfer. Wir sind schon nah. Oh. Der spielt was. Was ist das, Beyblades? Anscheinend schon nah genug. Das hält uns aber nicht ab. Sicher nicht. Das ist der Beyblade, man. Was das ist. Aber es muss aufhören. Sofort. Was ist das? Wow.
Oh, er ist wieder gebrochen. Die blocken nicht, das ist nicht, ne? Was ist jetzt? Musik war anders. Hey, der Feuer. Ganz schön drauf, Scheiße. Danke, aber... Na komm! Nein, wir kommen. Ja, Min. Nice. Necrophobos. Phobos. Keine Ahnung. Wer das ist. Die Gunst der Erde, titanische Gerade. Okay. Das ist eine neue Attacke. Ah, da ist der Mensch drunter, ne? Diese Wesen, sie werden stärker. Darüber denken wir später nach. Jetzt sollten wir uns auf eine Sache konzentrieren. Den Kern. Ja, später nachdenken, wenn der nächste kommt, oder wie? Alles klar. Vielleicht kommt der nächste und dann, oh ja. Hätte man ja mal nachgedacht. Vielleicht kommen wir durchs Innere weiter. Versuchen wir's. Jurid. Okay, jetzt sind wir drinnen. Ist aber zu ruhig. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Nee, es ist aber zu ruhig. Ist da jemand? Ja. Mutter. Du bist es. Was ist dir passiert? Er hat versucht, ihn mir zu nehmen. Oh, mein Junge. Mein Lieber. Warum ist hier mein Junge? Ist dies etwa das Kind von dir und dem Kaiser? Wieso, Mutter? Wieso hast du uns verraten? Wage es nicht! Antwortet ihm! Was fällt dir ein, Wildling? Ein wenig Respekt, wir haben dich aufgezogen! Junge, geht aber keine Angst vor dem Tod, ne? Der ehrwürdige Elwin dachte stets an sein kostbares Reich. Doch welchen Wert hat das noch in einer Welt geplagt von Fäule? Es ging Vater nicht darum, sein Reich zu schützen. Er wollte die Menschen schützen. Es ist nicht die Aufgabe eines Herrschers zu beschützen. Er muss die Quelle seiner Herrschaft sichern. Das blaue Blut, das in seinen Adern fließt. Ja, solange genau, so denkst du. Ist, spielt es so doch keine Rolle, ob ein Reich untergeht. Man gründet einfach ein neues. Im Gegensatz zu ihm habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich habe mein Erbe bewahrt. Ich habe einen Sohn von so edlem Blut, dass die Welt ihn vergöttern wird. Deshalb verkaufte ich Rosaria an Sanbrek. Die Vereinigung meiner Linie mit den Lesage hat diesem geplagten Land einen Retter geschenkt. Mit dem Segen von Bahamut und dem Phönix. Ein ganzes Land verkauft für so etwas. Wozu noch ein Sohn? Du hattest Joshua. Ich hatte nichts. Du warst ganz klar deines Vaters Sohn. So stark und kühn und verwegen. Und doch bist du nie erwacht. Hätte Joshua auch nur ein Zehntel deiner Kraft gehabt. Wir haben den Charakter so scheiße gemacht. Wie alle spotteten, dass Elwins Erstgeborene der Sohn einer Konkubine sei und meiner dem Tode geweiht. Diese Schmach ertragen zu müssen wie und... Ich muss gerade Pause machen. Die ist ein bisschen wie Cersei Lannister. Das ist doch die von Game of Thrones, ne? Diese böse Königin. Mit ihrem verwesen Sohn. Junge. Die Inzest auch betreibt.
mit ihrem Bruder. Aber okay. Gebende über mich lachen! Ein Gefühl, das du nie verstehen wirst! Warum warst du es nicht? Warum hat der Phönix nicht dich auserwählt? Joshua hat sein gesamtes Leben die Last geschultert, die du, der Phönix und das Herzogtum ihm aufgezwungen haben. Deshalb wurde ich sein Schild, um ihm dabei zu helfen. Und was hast du getan? Deine Familie hintergangen und deinen eigenen Sohn hast du geopfert. Joshua, mein lieber Junge. Ich wollte ihm nie wehtun. Sie hatten klare Befehle, ihn zu verschonen. Warum hast du überlebt, während mein geliebter Sohn gestorben ist? Was? Hast du nicht aus dem Fenster gesehen? Joshua ist hier! Der Phönix lebt noch! Er kämpft da draußen gegen Bahamut! Boah, ich hasse die. Schade. Ich dachte, wäre jetzt unterm Feld. Joshua geht's da nicht gut. Joshua! Wach auf! Ich bin ein Schild von Rosaria. Und ich werde meine Pflicht tun. Clive? Aber ist er jetzt aus abgedreht oder was hat der? Ich verstehe es nicht, warum Dion so jetzt ist. Bang. Feuersäule. Als Schutzwand. Ifrit! Joshua! Hätte auch sein können, dass Dion abgedreht ist durch allem und jetzt nicht mehr in dieser Form rauskommt. Kann natürlich auch sein, dass sie bei der diese Form halt einfach abdrehen. Ein bisschen bei Attack on Titan, wenn man die Titanen verwandelt. Keine Beherrschung mehr haben. In der Form. Was macht er mit uns? Das sieht auch alles so krank aus, ne? Mist. Es geht Bahamut. Wahrscheinlich nur als extra Punkte von ihm. Was passiert jetzt? Yeah.